Wunderschönen guten Abend, liebe Kinder der Expertenrunde. Heute reden wir über die erfolgreichsten YouTube-Kanäle irgendwie so. Ich habe doch keinen passenden Titel. Und zwar ist so mir vor kurzem so ein gewisser Trend aufgefallen. Und der Trend ist auf YouTube, dass... Ihr Idioten seid. Was? Nein. Ach so, Entschuldigung. Natürlich sind sie Idioten. Warum sollten sie sonst überhaupt das hier schauen? Jetzt Ruhe. Darum geht's nicht. Nein. Die Sache ist, es gibt da so scheinbar eine sehr weit verbreitete, sehr junge... Zielgruppe. Und zwar ist die Sache, es gibt unzählige Kanäle, die einfach zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel allein mal das Spielzeug auspacken. Dasselbe, was ich gemacht habe, also. Okay, nein, nur halt mit wirklichem Kinderspielzeug. Das ist ja zum Beispiel der erfolgreichste YouTube-Kanal von allen. Das wisst ihr ja, oder? Ja. 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 Diese Fun Toys Collector mit einem pikanten Geheimnis. Über das ich nicht reden werde. Pikantes Geheimnis? Es gibt da so ein Gerücht, eventuell, dass die diese Videos macht, früher mal bei Pornhub gearbeitet hat. Auch auf Pornhub vertreten war. Danach sucht niemand. Und das ist der erfolgreichste YouTube-Kanal. Spoiler, das Gerücht ist wahr. Ich versuche gerade die Stimme zu erkennen, seid mal ruhig. Es gibt Videos darüber, wie auch immer. Ist nicht drauf. Das ist auf jeden Fall der Kanal, die, warte, bis die ich ist jetzt das prominenteste Beispiel. Deswegen muss sie herhalten dafür. Wie damals, nein. Ich hör auf damit. Das ist hört mal auf, so eklig zu sein. Du stellst eine Frau hier als Ding da. Hör auf. Ich sehe nur die Ironie gerade. Ja. Egal. Ja, ja. Auf jeden Fall, sie kann damit leben, weil sie scheiß viel Geld verdient. Da kann man dann rüberstehen. Und zwar, ja genau, das ist einfach im Grunde, sie unboxt Spielzeug und sowas ist so scheiß erfolgreich. Es gibt viele Kanäle, die sowas machen. Und die sind allesamt so scheiß erfolgreich. Ich meine, Alter, ich habe kein Video, das ein paar Millionen Aufrufe hat. Und das ist auch kein, wo ich komische Pogs. Pogs sind doch ein Ding. Ach nee, das ist Play-Doh. Play-Doh-Videos sind erfolgreich. Da habe ich nicht 5 Minuten mit Knete gespielt und dafür 25 Millionen Aufrufe bekommen. Und das sind übrigens Zahlen, von denen wir hier reden. Wir reden hier von 25 Millionen oder in dem Fall 400 Millionen für Prinzessin Elsa Frozen Play-Doh Figuren Unboxing. Oder Überraschungseier mit 200 Millionen Aufrufe. Wisst ihr, wie viel das ist? Und davon gibt's viele. Heute wurde mir nämlich, das war die Sache, wo ich dann... Wo es mir dann zu viel wurde, mir wurde von YouTube aus, warum auch immer ich jeder auf Start, auf das empfohlene Zeug, wurde mir dieser Kanal empfohlen. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung warum. Dann habe ich das Video gesehen, ich dachte mir, Thumbnail sieht ein bisschen crappy nein. aus. 40 Millionen Aufrufe, klicke ich mal drauf. Was nein? Und, jetzt habe ich auch auf so ein Video geklickt, jetzt komme ich doch aus dieser Schleife nicht mehr raus. Ja, kommst du nicht mehr raus, Alter. Oh, scheiße. Und zwar, das Video ist, ich fasse es mal kurz zusammen. Sitzen zwei Leute mit ihrem 5-Euro Elsa und Spider-Man-Kostüm auf einer Picknickdecke. Das habe ich gesehen. Böse Spider-Man. Und dann, keine Ahnung, dann gibt's noch so Stock-Soundeffekte, die voll übersteuert sind. Und dann ist das Video zu Ende, es geht 2 Minuten. Es hat 40 Millionen Aufrufe in einem Monat. Ich möchte diesen Kanal auch mal zusammenfassen, weil ich finde das faszinierend. Ich darf das machen, weil die scheiße erfolgreich sind. Das ist mir egal. Also, wir haben Hulk, man könnte meinen, die geht die Idee nicht aus. Spider-Man ist da die Hauptfigur. Es ist Hulk gegen Spider-Man. Es ist Spider-Man, Batman und der böse Spider-Man. Es ist der Joker. Es ist Spider-Man gegen den bösen Spider-Man und Joker. Es ist Spider-Man, der böse Spider-Man und Elsa. Es ist Spider-Man und Darth Vader. Es ist Spider-Man und der Joker. Es ist Spider-Man und der Joker und Elsa. Es ist Spider-Man mit der Joker-Maske. Es ist Spider-Man gegen den bösen Spider-Man. Es ist Spider-Man und Elsa mit Herzen. Es ist Spider-Man am Baum gebunden. Es ist Spider-Man mit Elsa, die das Kostüm vom bösen Spider-Man trägt. Man könnte meinen, denen gehen die Idee nicht aus. Und das tun sie auch nicht. Das kann man ewig machen. Aber verdammte Scheiße, mal jetzt mal im Ernst. Liegt das irgendwann in dieser Kinder-App, die es gibt für YouTube, dass die Videos so hart gepusht werden? Es gibt ja so eine YouTube-Kids-App. Ja. Ich meine, die Videos an sich, die sind, ich frage mich, wie die sich durchsetzen können. Ich meine, über den Halt, klar, es sollte ja auch Dinge geben für jüngere Leute, ist ja ganz klar. Nur sehe ich da nicht wirklich so einen Qualitätsstandard, der da ist. Und das ja, ist muss trotzdem ja auch so nicht. Scheiß erfolgreich. Es hast du ja mal Barney oder sowas gesehen? Auch, es ist doch auch Kindern sowas von völlig scheißegal. Ja, ich weiß, aber das ist so scheiß erfolgreich. Es ist mir sogar selbst scheißegal. Wo kommen die alle her? Die große Frage, die ich mir stelle, darf ich die mal in den Raum werfen, weil ich weiß das nicht.
Gibt's das denn auch auf Deutsch schon? Weil oh, ist ja wohl interessiert. Toys R Us ist nicht weit, sag ich. Es gibt tatsächlich einen Typen, der, ja. Der spricht sein sehr, sehr deutsches Englisch, was ich sehr lustig finde. Und der isst dann halt Sachen. Er sagt so, hello and welcome, today we eat Frühlingsrollen. Frühlingsrollen das kenn ich sogar. Oder so. Ja, genau. Und der Typ, der hat auch seine Millionen Aufrufe am Tag. Der hat Merzgronk. Ah, der ist eigentlich auch Alter, eher auf Englisch. Ich kann auch essen. Und ich kann auch schlecht Englisch reden. Ich mag das eher auf Englisch. Ja, war der neue Kanalkonzept, ne? Auf Deutsch setzt sich das wahrscheinlich nicht durch, oder? Sonst würde ich halt zwei Kanäle aufmachen. Ich glaube, der ist nicht groß genug, weil ich glaube zum Beispiel auch, ich glaube, da ist auch hauptsächlich für den krassen Erfolg die YouTube Kids App verantwortlich. Ich glaube ganz ehrlich, dass jetzt einfach das Ding, dass die deutsche Jugend auch mehr so. Das heißt Jugend, das sind Fünfjährige. Ja, aber nein, also was hier würden die Fünfjährigen auch danach suchen, Ricky. Die Fünfjährigen in Übersee sind nicht anders als hier. Das weiß ich nicht. Die suchen nicht nach Minecraft-Let's Plays, die Fünfjährigen. Doch, das glaube ich nämlich schon. Ja, das auch. Nein, doch keine Fünfjährigen. Ja, die wollen hauptsächlich sehen, wie jemand mit spielt. Was machen Fünfjährige überhaupt auf YouTube? Deswegen gibt es die YouTube Kids App. Deswegen sind bei vielen von den Kanälen auch die Kommentare deaktiviert. Das macht halt keinen Sinn. Doch, das macht halt Sinn, damit die halt keine bösen Wörter lernen. Die Kommentare zu deaktivieren macht sehr viel Sinn. Ja, damit deswegen, ich meine, es macht halt keinen Sinn, sie anzulassen. Ja. Wisst ihr? Das wäre... Ja, das Ding ist, ich finde halt einfach, dass Kinder nicht auf YouTube gehören. Also so ab 10. Warum nicht? Sowas können die doch in Ruhe gucken, wie sie jemand das Spielzeug da ja, auspackt. Ja, ich weiß es nicht. Möchten. Ja, das natürlich. Sollen dann deine Videos schauen. Echt? Lol. Nein, es ist ganz einfach das Ding so... Lol. Ich tu's nicht. Nein, pass auf, das Ding ist ja ganz einfach, ich glaube jetzt einfach, dass die deutsche Community für sowas... Nee, ich glaube ganz einfach nicht, dass sowas den deutschen Markt ansprechen würde. Glaube ich jetzt einfach. Nein, doch. Das würde den Markt schon ansprechen, aber der ist dafür zu klein. Ich denke, in Deutschland fehlt dafür einfach so gewisse. Also, wir haben ja YouTube an sich als Plattform, aber fehlt an sich noch die Plattform quasi, versteht ihr? So gesehen, so ein Super RTL. Ich vermute mal, ich bin mir nicht sicher, ich vermute, es kommt von YouTube Kids, dass da die ganzen Aufrufe herkommen von der App. Ja, aber das gibt's doch schon länger, dass sie so erfolgreich sind, oder nicht? Ja, ja, klar, die sind schon länger so erfolgreich. Halt, die App gibt's auch schon. Ich vermute, es kommt von der App. Weil ansonsten kannst du auch keine Kinder auf YouTube lassen. Die sind zwei Klicks von dem Video entfernt, wo der Typ gerade den fettesten Pickel aller Zeiten in seinem Nacken hatte und der jetzt ausgedrückt wird. Den muss ich nochmal gucken, hab ich sehr erfolgreiche Videos sind sowas. Ja, hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Die haben auch die 100 Millionen Aufrufe, sowas, gerne mal. Also du meinst, also, oder beziehungsweise. So ein super RTL würde das also bringen. So ein, hey, wir brauchen YouTube nur für Kinder, aber auch im Internet. Also so im richtigen, nicht mit App. Wenn es nicht YouTube ist, haben sie verkackt. Nein, wenn es so ein YouTube Kids wäre, so ein zweit YouTube für Kinder. Ich denke schon, dass ich das durchsetzen würde. YouTube Junior. Ja, vor allem gibt es halt dann auch nicht so viele Leute, die dafür was machen. Ich glaube, ich bin auf das Erfolgsrezept gestoßen. Ich überlege so gerade, ich kaufe mir... Die dies machen, die brauchen dann nicht mal so einen hohen Qualitätsstandard. Also ich bestell Montag eine Kamera und fahr dann in Toys R Us und dann geht's ab. Ich hab mir meine Kamera schon bestellt. Und dann geht es ab, Freunde. Pass auf, hallo. Ich zieh das Darth Vader-Kostüm an. Ich zieh das Hollow Kids Kostüm. Heißt der Kanal, könnt ihr schon mal nachher suchen. Ich zieh das Darth Vader-Kostüm an und du Spider-Man. Und dann drehen wir was. Alter, dann drehen wir richtig viel, richtig. Star Wars. Dann ziehen wir zusammen, weil wir verdienen so viel Geld. Dann natürlich. Ein großes Haus. Darth Vader und Spider-Man gehen essen bei McDonald's. Alter, voll witzig. Ich erkenne es, wenn ich nicht willkommen bin. Wird voll witzig. Schon gut. Ja, du darfst Elsa spielen. Yes. Du bist so viel zu behaart. Hast du den Affen mal gesehen? Du wolltest beim letzten Mal doch meine Haare am Arm kämmen. Ich doch nicht. Ich meine Ricky. Sagen, hör auf, ich habe auch nicht gesagt, dass die Behaarung mich stört. Ja, bei dem Elsa-Kostüm. Alter, wir werden jetzt die Kidstars, glaube ich. Ja. Ja, aber das Spielzeug ist so teuer, ne? Ich weiß nicht, ob die Investition sich das, was die Wolle, einnehmen, das ist halt so die Sache. Da scheißen die. Ja, ich weiß, aber ich doch nicht. Das ist die weiß Sache, Wollo. Wer was verdienen will, der muss doch was investieren. Richtig. Das ist wahr. Das heißt, das wenn du die geilen Millionen auf dem Konto haben willst, dann musst du halt auch mal losgehen und die gute Play-Doh-Knete kaufen und nicht nur die von Play-Doh-Mana. Play-Doh-Mana? Mir ist jetzt kein Verkäufer von Knete. Oder du kannst auch einfach dich hinsetzen und was essen. Das wäre halt doch besser, ne? Das was kann ich richtig tatsächlich gut auch noch machen will.
Oh, nur nicht Mann. Für Kinder. Ich esse Hardcore-Sachen wie eine Schokoladentastatur. Brötchen. Brötchen mit, Leberwurst und Maggi. Das traut sich Alter, keiner. Das ist widerlich. Ich mag keine von beiden Zutaten. Plus. Das ist doch mega geil. Ich liebe beides und beides zusammen ist muah, richtig gut. Ich sehe schon, der Bollo, der ist bereit für so einen Kanal. Ich bin absolut bereit. Ich könnte auch die krassesten Mischungen. Ich mag sogar Bratwurst mit Nutella. Weißt du, ich könnte da so die richtig krassen Mischungen da präsentieren. Bam, in your face. Assi. Geil. Ein richtiger Assi. Also, du könntest ja auch so eine Play-Doh-Maschine holen, wo du so Würste rausdrücken kannst, und du kennst sie ja. Da kannst du Nutella reinfüllen. Die eine sagt Nutella, die andere Erdnussbutter, packst dein Brot drunter und dann sagst du, geil. Ich mache Videos und hab meinen Spaß dabei. Da hätte ich Spaß. Das wäre ich mir gar nicht cool vor. Stell mal vor, du hast da drei so Ausgänge und dann packst du bei dem einen Nutella rein, dann Erdnussbutter und dann noch so Marmelade. Dann drückst du drauf und dann geht das alles auf dein Brot drauf. Verdammte Scheiße, klaut mir die Idee nicht! Ja, mal gucken. Aber ich glaube, ich überlege halt echt, ob ich auch so einen Scheiß unboxe. Ey, warum eigentlich nicht? Aber ich habe so dicke Hände und dicke Arme. Ist mir peinlich. Ach, Mollo, mach dir keine Gedanken. Ich schalte die Kommentare auf jeden Fall aus. Ja, du sprichst damit eh eine andere Zielgruppe an. Ja. Will gar nicht wissen, was sie davon oder denken. Oder wahrscheinlich genau die gleiche. Wahrscheinlich sind es die gleichen Zuschauer, die sich sagen, geil, das gucke ich mir auch an, feier ich ab. Und wenn du die richtig geilen Klicks haben willst, dann musst du jetzt Spider-Man-Kostüm anziehen. Ich sage dir was, Mokko, wenn ich mir ein Spider-Man-Kostüm anziehe, dann hat das scheiße viele Klicks. Spider-Man-Kostüm und dann tanze ich ab zu irgendeiner Spider-Man-Melodie, das wird durch die Decke gehen. Oh das Gott, das könnte ich mir, glaube ich, nicht anschauen. Radioactive Man, wo der Bauch so unten so raushängt, weißt du, so aus dem Kostüm. Auf zum Atem! Atom. Auf zum Atom. Atem. Auf zum Atem. Naja, was ich bin Spider-Man. Oh, Junge, Spider-Man. Marvel. Spider-Man. Okay, was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass es Kanäle gibt, die für sehr, sehr junge Kinder ansprechen und unfassbar erfolgreich damit sind. Was sagt uns das? Die Zielgruppe sind Kinder. Es gibt eine enorm große Kinderzielgruppe. Ich glaube, wir haben zu alte Kinder angeschrieben. Das ist das Ding. Ja. Minecraft ist ja, ihr mit euren Minecraft-Videos geht ins Altenheim. Wir machen jetzt Play-Doh-Unboxings. Liebste Kinder, macht Kinder, damit sag die unsere Videos Kinder gucken können. Genau. Macht Kinder, damit die unsere Videos gucken können. Hört auf. Ja. Es ja gibt zu wenig Kinder. Ja. Wie ändert das? Ja, pumpst mal ein bisschen. Ihr habt ein Jahr Zeit, bis dahin hat Wolle sich eine bessere Kamera geholt. Und dann haben die Effects da zu sein. Und dann müsst ihr euch aber auch beeilen, was so lange lebt Wolle nicht mehr. Ja, man weiß das es müssen nicht. Die doch nicht wissen. Wir versuchen ja gerade die Population von Deutschland wieder hochzuschrauben. Ja, also tut uns einen Gefallen und googelt Videos von Minecraft auf Pornhub. Dann sucht euch eine Freundin und dann googelt das nicht mehr. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Das passt zwar nicht zum Thema, aber das finde ich auch ganz gut. Fucking ja, Play-Doh. Ja, okay. Ich suche nach Kameras. Leck mich am Arsch. Wollo, super funny Toy Time kommt bald. Super funny Toy Time. Oh, das finde ich gut. Super funny Toy Time. Wollo, super funny Toy Time. Das soll das Intro sein. Die Kinder mögen es, wenn man lacht. Intro. Alter, lass mich mir ein geiles Intro da machen, wie so ein fetter Wollo mit seinen Puppen spielt. Aber jetzt super. Super funny Playtime. Du kannst das Intro nehmen, wie so, also so eine Comic-Figur, das kannst du von Johnny machen lassen. Wie, hast du richtig das Intro gesehen? Mit dem Wohnwagen, genau, der so fährt. Nur rollt da so ein Wollo. und hat nur all so einen Zahn, so. Ich bin auch kein Wollo. Ja, wir lachen jetzt, aber wenn ich damit Tausende im Monat verdiene, dann bin ich der am Ende lacht. Ich steig sowas von mit ein. Ist doch Scheiß auf die Experten. Alter. Entschuldigung, wir sollten nicht geht zu weit gehen. Ricky. Ja, ich wollte sagen, es ist das schon ein bisschen gemein jetzt. Okay. So, wir sollten aber jetzt echt mal zum Ende kommen. Ja, wir haben einiges gelernt, denke ich. Was auch immer. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Der Kopf, der wäre super, der Kopf. Ich überlege halt wirklich. Noch, doch. Der Wolofu, der hat noch Platz. Das ist wahr. Oh Mann.